Das Woodstock der Blasmusik und Splashline Goes Hauser Kaibling. 3 Tage strahlender Sonnenschein und es war ein breites Publikum, das das erste Sound Everest Winter Festival am und rund um den Skiberg Hauser Kaibling auf sich wirken ließ. Der Freitag startete mit Musik am Berg und einem Fototermin mit dem gut gelaunten Headliner des Tages, Superstar Sido. Erstmal machen wir eine gute Show, heizen die Leute richtig an. Splashline-Gründer und CEO Didi Dunkel freute sich auf die neue Festival-Idee, die hier ihre Erfolgsgeschichte zu schreiben begann. Gemeinsam mit den Jungs von Anklang und den Veranstaltern von Woodstock der Blasmusik ein neues Konzept auf die Beine gestellt, Sound Everest. Ich bin ja begeistert, wie ich da hergefahren bin. Also der Hauser Kaibling hat mir viel versprochen, aber die Kulisse, ja, die uns hier geboten wird, das Wetter und der Schnee bis ins Tal, also es ist angerichtet, besser kann es nicht funktionieren. Für Simon Ertl, jenen Mann, der dem Woodstock der Blasmusik vorsteht, war es pure Freude, ein so facettenreiches Programm mitten in einem Skigebiet auf die Beine zu stellen. Ich glaube, wir können stolz sein, welche musikalischen Genres wir vereint haben, von der Hütteneskalation bis zur Woodstock-Winteralm und wirklich große Party am Abend. Für uns ist es das erste Mal in einem Skigebiet und ja, passt einfach super zusammen. Über die tolle Festival-Idee, die hier am Hauser Kaibling auf die Reise geschickt wird, kann sich ein Bürgermeister nur freuen. Und jetzt haben wir gesagt, wir wollen doch alle einladen, also alle Musikrichtungen und alle Fans in alle Richtungen. Jetzt haben wir gesagt, machen wir ein 3-Tages-Festival und dieses 3-Tages-Festival hat für jeden was dabei. Und ich denke, das ist eine Bereicherung für unseren Berg, für den jetzigen Saisonabschluss ist und wir freuen uns einfach auf 3 richtig tolle Tage. Quer durchs verschneite Musikbeet gestaltete sich der erste Tag des Winterfestivals am Skiberg. Bei der Swatch-Hütteneskalation sorgte DJ Rudy MC für die musikalische Feinkost auf über 1800 Meter Seehöhe. Eingehüllt in starke Beats und Trompetenklänge bereitete sich der Skiberg auf den ersten Festivalabend vor. Über 2000 Partybeeple stimmten sich mit tollen Vorbands wie der Gruppe Moop Mama auf den Hauptakt Sido ein. Und der hatte sein Publikum einmal mehr fest im Griff. Die Textsicherheit seiner Fans war bemerkenswert. Ich hab eine Neigung gegen Leder und eine 6 in Mathe. Ich hab sie einfach weggenommen, wenn er was Bestes hatte. Schladming Dachstein-Geschäftsführer und Sido-Fan Matthias Schattleitner war mittendrin statt nur dabei und rundum begeistert von der perfekten Konzeptidee. Ja, ich war jetzt selber am Berg am Hauser Kaibling und das Konzept ist sehr spannend. Es gibt mehrere Stages, es gibt die Mainstage, es gibt tolle Künstler, tolle Veranstalter. Ich glaube, das ist ein Weg, der sehr spannend ist, weil einfach ein neues Konzept probiert wird. Und die Leute sind happy und als Region bin ich auch happy, dass wir den ganzen schwierigen Nachsaisonszeitraum bespielen mit coolen Aktionen. Und ich glaube, Sound Everest ist eine tolle Ergänzung und ich bin froh, dass wir es heute in der Region haben. Der Berg schläft nicht und Festivalgäste, die tun das auch nicht. Mit den ersten Sonnenstrahlen wurden am Samstag die ersten Schwünge in den herrlichen Schnee gezogen und die musikalische Energie pulsierte Richtung Gipfel. Genau unseres, perfekt, super organisiert, super Sache. Auch am Samstag war der Skiberg ein musikalisches Wunschprogramm. Für jeden etwas, für keinen nichts. Also gestern schon mit den Fexern, mit der Tegernsee tanzen muss und so weiter, da sind wirklich Top-Musikanten dabei, ist wirklich ein Traum, da zuzuhören und denen zuzuhören oder zuschauen, wie sie spielen. Wir sind alle gut drauf, genießen heute die Sonne, trinken ein Bier und alles ist gut. Es ist voll super! Bei dem Wetter und so einer super Musik, was gibt es Besseres, als wir da auf der Alm hinten sitzen? Absolut, ein gutes Bier, schöne Fahren, das gehört dazu. Das ist einfach Weltklasse, ich war selber lang bei der Musikkapelle und es passt einfach. Für eine Party gehört ein bisschen was anderes, nicht nur immer Pop, sondern da braucht man auch ein bisschen einfach einmal was Trachtiges und das gehört dazu. Ja, voll lässig. Ich habe nicht gesagt, das Wetter passt, Leib passt, Bombenstimmung. Wir haben spielen dürfen, wir haben das Beste draus gemacht, glaube ich.
und der Gaudi haben wir jetzt auch noch. Also viel, viel klasse. Und eins muss ich da auch sagen, Schaffeich-Kogelboscher ist ein schöner Name. Nein, es ist wunderbar, unglaubliches Wetter, gute Stimmung und wir sind sehr froh, dass wir hier in Haus im Enzal sein dürfen. Qualitätsvolle Musik und Top-Stimmung bestätigen den guten Weg, so Obmann Franz Felsner. Das schöne Wetter, super Stimmung, wirklich gute Musik da bei der Hüttenfeier, auch vor der Grummelshütte und vor dem Domizil. Ich glaube, du hast schon gesprochen, man hat wieder alles richtig gemacht. Und wir hoffen, dass das nächste eine Fortsetzung finden. Möchte mich gleich bedanken beim Didi Dunkel für den Veranstalter. Und wir sind stolz, dass wir die da hergeholt haben und feiern auch nächstes Jahr sicher wieder ein super Fest zu beheuern. Und am Gipfel des Skiberges klingt es doppelt schön. Blasmusik auf höchstem Niveau quer durch den musikalischen Garten. Ein jeder Musiker ein Meister. Inspirierend, spektakulär und einfach großartig. Anders konnte man die Stimmung auf der Woodstock-Winteralm am Berg nicht beschreiben. Und das Touristikerherz konnte an Tagen wie diesen nur lachen. Die Idee ist super, den Berg zu bespielen und das über mehrere Tage ist natürlich für einen Touristiker ein Jubelschrei, weil unsere Beherbergungsbetriebe dadurch noch im Saisonausklang noch profitieren und die Gastronomie auf den Bergen natürlich auch noch belebt wird und das ist einfach genial. Ja. Und deshalb werden wir, glaube ich, belohnt, weil wir den Mut gehabt haben, das umzusetzen. Fast geschlossen fanden sich die musikbegeisterten Besucher vom Berg am Abend auch in der Hauser Kaibling Mainstage am Fuß des Skiberges ein. Weitere musikalische Leckerbissen erwartend. Ob Josh, der seine Cordula Grün zum Besten gab, oder Lemo, die als Vorband zu einer Musikgruppe, die in kürzester Zeit Kultstatus erlangt hat, spielten. Das ist eine super Veranstaltung. Und man muss wirklich ein großes Lob aussprechen. Volkshilfe bestätigte einmal mehr, dass sie können, was sie möchten. Mit dem Ö3 Mountain Circus klangen die Konzerte aus und es wurde gefeiert bis in die frühen Morgenstunden. Es war die Marktmusikkapelle Haus im Ennstal, die den Sonntag, die Sonne und die Gäste zum finalen Winterfrühschoppen des Festivals willkommen hießen. Drei rundherum gelungene Festivaltage am Skiberghauser Kaibling ließen Geschäftsführer Karl Schmiedhofer rundherum glücklich resümieren. Ja, das Resümee ist wirklich großartig. Haus im Ennstal bespielt vom Tal bis am Berg auf. Das war ein Erlebnis für Jung und Alt. Auch die Besucher, da hat es nichts gegeben. Überall war Bombenstimmung, keine Zwischenfälle. Beide Nächte ganz, ganz ruhig. Das ist für uns auch wichtig und für die Bewohner von Haus. Und jetzt spielt hinter mir der Musikverein Haus im Ennstal zum Frühschoppen. Ist auch einzigartig, von der Piste direkt zum Frühschoppen. Noch dazu, wo mein Kapellmeister auch gleichzeitig Betriebsleiter ist bei der Hauser Seilbahn, der Anton Schwab. Also einfach eine Bombengeschichte. Und so war auch am Abschlusstag die musikalische Vielfalt gegeben. Und für den Vizebürgermeister von Haus war es an der Zeit, Danke zu sagen. Ich finde es ganz großartig, dass man derartige verschiedene Musikgruppen, vom Sido bis zu unserer Trachtenmusikkapelle, die wir im Hintergrund hören, bis zu den Schaffeich-Kogelboscher, dass man sowas zusammenstellen kann und auch wieder die Volksmusik verstärkt hervorhebt. Somit haben alle Altersgruppen ihre entsprechende Musik am Berg gehabt. Und ich war selber gestern oben, also der Berg war voll. Und ich muss eins dazu sagen, ich möchte mich in dem Fall bedanken bei diesen Leuten für die Idee, für den Mut, was Neues auf die Beine zu stellen für Haus. Und ich bin überzeugt, das wird in Zukunft die Veranstaltung werden. Die Woodstock, der Blasmusikveranstalter, die Snowbreak Europe Macher Splashline, die Bergbahnen Hauser Kaibling und der Tourismusverband Haus Eich-Gössenberg mit dem Hauser Kaibling inszenierten dieses außergewöhnliche Winterfestival mit über 5000 Besuchern. Neu, anders und extrem vielseitig am Hauser Kaibling.